Der SC Magdeburg auf nationaler und internationaler Auswärtstour. Zuerst war der SCM im Rahmen der Bundesliga unterwegs. Am Mittwoch, den 23. November, waren sie beim Bergischen HC zu Gast. Nach der bitteren Heimniederlage gegen Hannover wollte sich der SCM wieder mehr Selbstvertrauen in der Bundesliga holen. Sie kamen in der Anfangsphase gut in die Partie, ließen den Gastgebern keine Chance, in Führung zu gehen. In der 18. Spielminute warf Robert Weber die erste 4-Tore-Führung zum 8:12. Mit einem Halbzeitstand von 12:15 gingen beide Mannschaften in die Kabine. Es folgte eine spannende zweite Halbzeit. Anfang der zweiten Halbzeit kam der Bergische HC dem SCM gefährlich nah. Aber die Jungs bewahrten einen kühlen Kopf und setzten sich wieder weiter ab. An der Führung war auch Yannick Green beteiligt. Er machte sein Tor für die Gastgeber regelrecht zu. In der 55. Spielminute warf Mats Christiansen die 6-Tore-Führung zum 21:27. Am Ende gewann der SCM auswärts deutlich mit 24:31 gegen den Bergischen HC in der Solinger Klingenhalle. Fanreporterin Katja Herrmann fing die ersten Stimmen nach dem Spiel ein. Heute war es natürlich ein bisschen einfacher als letzte Woche, als ich kommentieren durfte. Heute durfte ich ja den Ticker machen. Das ist mir natürlich wesentlich einfacher gefallen als letzte Woche. Spannend war es, aber Glückwunsch nach so einer kämpferischen Leistung hat die Mannschaft zum Schluss ja auch verdient gewonnen. Ja, wir sind natürlich sehr froh, dass wir hier gewonnen haben. Ich glaube, hinten raus haben wir es dann wirklich souverän gelöst, obwohl es ja, glaube ich, nach 50. mit zwei Mann weniger noch ein bisschen eng wurde. Ich glaube, Marco Bejak und O'Sullivan haben heute ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Yannick Green auch. Die ganze Mannschaft hat gekämpft, müssen aber erwarten, wollen wir erwarten. Jetzt fahren wir mit zwei Punkten nach Hause und das war extrem wichtig. Sehr zufrieden, vor allen Dingen mit dem Ergebnis. Die Mannschaft hat sich für den Aufwand belohnt. Ich bin sehr, sehr glücklich und freue mich einfach für die Mannschaft, dass sie nach doch so einer Extremphase jetzt zwei so gute Spiele gemacht hat. Es gibt aber keinen Grund für Zufriedenheit. Wir versuchen unseren Weg jetzt weiterzugehen und uns immer mehr als Mannschaft zu finden. Und haben wir jetzt eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel nächste? Das werden wir sehen. Also ich finde das Ergebnis ganz okay, aber wir können uns da nicht ausruhen. Wir müssen da unser Spiel spielen und wir werden da auch hinfahren, um dort zu gewinnen und nicht mit neuen Toren zu verlieren, wie man das ausdrücken soll. Wir wollen auch dort unseren Weg weitergehen und wir können jedes Spiel gebrauchen, um uns weiterzufinden. Am Samstag, den 26. November, spielt der SCM um 19 Uhr ebenfalls auswärts in Nažice im EHF-Pokal. Im Jahr 2012 war der SCM schon einmal dort. Damals machten Björkvin Gustafsson, hier noch im SCM-Tor, und Yves Grafenhorst in den letzten Sekunden das Weiterkommen perfekt. Bekannt ist das unter den Fans als das Wunder von Nažice. Aber das machen wir ganz clever. Noch 17 Sekunden. Nažice immer noch im Ballbesitz. Jetzt kommt der Arm der Schiedsrichter. Zeitspiel angezeigt. Wird da noch was draus? Da hält jetzt Gustafsson. Noch 10 Sekunden. Kann der SCM hier in den letzten Sekunden vielleicht doch noch etwas ausrichten? Grafenhorst im Kreis. Tor! Tor! 22:21 ist es denn zu fassen? Der SC Magdeburg steht in allerletzter Sekunde im Viertelfinale des EHF Cups. Nicht zu glauben, vor 5 Minuten lagen sie mit 6 Toren hinten und in der allerletzten Sekunde Yves Grafenhorst mit dem Tor zum 22:21 am Boden zerstörte Kroaten SCM Jubelknäuel. Also das war haarscharf. Der SCM steht noch einmal. Ein Wunder braucht diesmal nicht der SCM, sondern die Mannschaft aus Nažice. Unsere Jungs sind also gewarnt.